Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Wir sind wieder unterwegs mit Windows 10 und diesmal in allen beiden Build-Versionen. Einmal in der Build 9926, das ist die Build vom Januar 2014, und jetzt die neu geleakte Build vom letzten Video, die Build 10036. Ich hatte ja angekündigt, wir machen nochmal ein kleines Video darüber, welche Unterschiede es in den beiden Build-Versionen denn gibt. Wir haben jetzt hier als erstes, quasi als Vorher-Nachher-Spiel, werden wir das immer machen. Und wir haben jetzt hier als erstes die Build 9926, also so wie es vorher war. Und jetzt blenden wir mal einfach um auf die Build 10036. So sieht das Ganze in der 10036 aus. Was hier auffällt, ist, dass der Startknopf beim Startmenü kleiner ist und die Symbole generell in der Taskleiste sind kleiner geworden. Wenn wir nochmal umstellen zur 9926, dann fällt das doch deutlich auf, dass die Symbole kleiner sind und auch der Startknopf kleiner ist. Die Größe der Suchleiste unten von Cortana ist gleich geblieben und auch die Tree-Icons mit der Uhr und dem Benachrichtigungssymbol und den restlichen Netzwerk- und Lautstärke-Symbolen sind gleich geblieben. Gucken wir uns als nächstes mal das Startmenü an in der alten Variante, also das ist die Build 9926. Gehen wir mal rein. Da haben wir hier oben die Orte stehen, hier der Benutzername, dann hier unten meist verwendet. Und wenn wir hier auf alle Apps gehen, sind hier die Apps alphabetisch sortiert. Es wirkt aber noch etwas unaufgeräumt. Gehen wir mal auf die neue Build, auf die 10036. Was hier deutlich auffällt, ist hier oben der Bereich mit File Explorer, Documents und Einstellungen. Hier unten wieder der meist genutzte Bereich. Was hier fehlt, sind die Orte als solches. Die sind hier dargestellt mit File Explorer und Dokumente. Und wenn wir hier mal auf alle Apps klicken, da haben wir hier schon so ein Anzeigesymbol für alle Apps. Und wenn wir da jetzt reingehen, ist die Sortierung ähnlich, ich sag mal, unaufgeräumt wie beim alten Startmenü. Also von der Sortierung her hat sich nichts geändert. Was hier dazugekommen ist, ist hier oben der File Explorer, Dokumente und Einstellungen und hier unten das Symbol bei alle Apps. Was beim Startmenü hier noch auffällt, bei der neuen Variante, ist die leichte Transparenz. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber gerade hier unten seht ihr den Berg etwas durchscheinen. Ich mache es nochmal ganz kurz weg. Hier diese weiße Linie des Berges quasi. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir hier die leichte Transparenz des Startmenüs. Es kommt also wieder das Transparenz- oder die Transparenzeffekt von Windows 7 bzw. von Windows Vista. Ist jetzt bei Windows 10 wieder da. Bei Windows 8 hatten sie es rausgeschmissen. Dann haben sich die Nutzer beschwert und jetzt kommt es langsam wieder. Taskleiste, ich weiß nicht, ob man das transparent nennen kann. Ich glaube eher nicht. Aber das Startmenü ist definitiv hier schon transparent. Inwieweit das Ganze hier natürlich noch bleibt bis zur RTM-Version, das werden wir sehen. Es wird sich schon, denke ich mal, noch einiges ändern. Schauen wir mal. Schauen wir uns als nächstes mal den File Explorer an. Gehen wir also mal hier rein. Das ist jetzt die neue Variante. Da haben wir jetzt hier schon viele Icons im neuen Style. Schalten wir nochmal um zur alten Build. Und auch hier öffnen wir mal den Explorer. Da sieht das Ganze noch so aus. Jetzt haben wir hier noch die, hier zum Beispiel ein Windows 8-Icon, ein Netzwerk-Icon. Gucken wir mal, wie das in der neuen Build aussieht. Schalten wir also nochmal um. So, man sieht also, es sind immer mehr Symbole hinzugekommen. Zum Beispiel hier unten, das ist mir aufgefallen, das Local Dist-Icon. Schauen wir mal, inwieweit sich diese gelben Icons, ja, diese einfachen Icons quasi durchsetzen. Hat jetzt nichts mehr mit Touch zu tun im eigentlichen Sinne. Schauen wir mal, inwieweit sich das durchsetzt bei der, wie gesagt, bei der RTM-Version. Lassen wir uns mal überraschen. Papierkorb-Icon hatte ich im ersten Video zur neuen Build schon mit erwähnt. Gucken wir uns als nächstes nochmal den Benachrichtigungscenter an. Hier unten neben der Uhr. Dieses kleine Brief-Icon, wie ihr es beim Handy vielleicht kennt. Gehen wir mal hier rein. Sieht das Ganze so aus, haben wir hier Tablet Mode, Display, Medien Connection und alle Einstellungen. Gucken wir nochmal, wie das in der alten Bild aussah. Auch hier gehen wir mal auf das Benachrichtigungs-Icon. Sieht man also kaum einen Unterschied, hier hat sich nichts getan, ist noch alles in so einem leichten Denglisch.
Hier die alte Build, die hatte ich als deutsche Sprachversion installiert. Die neue Build gibt es derzeit nur auf Englisch, deswegen aber wie gesagt, hier unten in der Einstellung hier unten, da ändert sich sprachlich nichts, egal welche Version wir nehmen, es ist alles Englisch. Ist also die Übersetzung in Deutsch noch nicht ganz so weit vorangeschritten. Warten wir also ab, gehen wir nochmal zur neuen Build. Ja, mehr ist jetzt hier eigentlich an Änderungen, zumindest oberflächlich, nichts zu sehen. Ich kann mir denken, dass Microsoft definitiv mehr gemacht hat im Inneren, aber jetzt optisch ist mehr, also mir persönlich mehr nichts aufgefallen. Sind ja auch nur 100 Bits jetzt Unterschied zwischen der 9926 und der 10036. Ist ja nicht allzu viel an, ich sag mal, Entwicklungsunterschied. Warten wir ab, wie die RTM-Version wird. Ich bin persönlich sehr gespannt. Was die Installation hier betrifft, ihr habt die Installation im ersten Video mit gesehen. Ich persönlich rate ab, dass ihr euch die Version irgendwie aus dem Internet beschafft und installiert, da es sind noch einige Lags und Bugs enthält. Aber wem es interessiert, warum nicht? Wichtig ist zu beachten, die Build 10036 hier ist keine offizielle Build von Microsoft. Es ist also eine geleakte Version. Warten wir ab, bis Microsoft einen nächsten offiziellen Build rausbringt, der dann auch die Qualitätskontrolle quasi bei Microsoft durchlaufen hat und hier weniger Bugs und Lags mitbringt. Ich bin gespannt und ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.